Kaffee? Ja, ja. Ja, dann bevor die Kegelbahn knackt, dann ist er da mal eine Zeit lang ganz, ja nicht berüchtigt, aber berühmt. Das hat am Wochenende hier Leute ganz oben, wo eine Zürcherin eine Serviertochter hatte. Nein, haben sie ja gesagt. Ja. Zürcher Neid, du hast früher den Schausball aus. Wegen Serviertochter. Hallihallo. Ganz rassig war das. Ja. Ich habe es im ersten gesehen, aber wir sind natürlich dann noch zu klein gewesen, also die erste, zweite Klasse. Wir haben es gemerkt anhand der handbehauenen Balken, also noch nicht gesagten Balken. Ja, ja. Ist noch gerade haben hier noch Bruchstein. Bruchstein hat es glaube ich auch noch drin. Ja, wir haben hier grosse, ja. Sättige Mauern. Da. Ja, ja. Ja, es sind 60er Mauern zum Teil. Ja, das ist sicher Bruchstein, ja, ja. Ja. Ohne Isolation. Das braucht es heute auch nicht mehr. Also das ist, die sind auch, die muss man auch nicht mehr machen. Ja. Die Fenster sind natürlich sehr marot. Ja, ja, so einiges. Und so weiter. Aber das Mauerwerk ist intakt. Und auch, glücklicherweise auch der Dach. Das Dach hat nie gegründet. Und das Dach ist gut. Und ja, solange es der Taufer da war, hat er immer geschaut. Ja. Ja. Das war der Herr Bono. Er ist der ehemalige Nachbar. Für mich ein magischer Begriff. Ich bin mit seiner Tochter seinerzeit sogar in der Bezirksschule. Und man hat immer von diesen Bono-Küchen, das war ein ehemaliger, sehr grosser Betrieb in der Gegend. Die nördlichen Schichten? Nein. Nein, ehrlich gesagt. Das ist das weisse Ding, ich kenne sie nämlich auch nicht. Das weisse Ding. Ja, das ist es. Ich bin mit Stefan, natürlich vieles gehört, was auch geplant ist, wieder geworfen ist. Ja, wir sind immer noch am Plan. Das ist noch nicht so, was man sagen kann, wir könnten morgen an. Leider nicht mehr. Ja, das ist ein Ding. Ja, Cinderella. Der Meinrad hat es ausgeführt, ist der Titel des Projekts, das ausgewählt wurde, für genau diese Transformation, diese Wandlung, die Verwandlung hier auch zu zeigen. Sehr viele sind ja nur Mutmassungen oder Vermutungen von dem, was man jetzt noch sieht. Das ist ein Nichtwissen von der wirklichen Geschichte, die jetzt die Kunstschaffenden, die wir eingeladen haben, aufgefordert mitmachen bei Cinderella. Die hier interpretiert oder Interventionen gemacht haben. Ganz wichtig ist beim Cinderella-Approach, wo der Meinrad schon hat gesagt hat, die Geschichte, Cinderella, die als schön in die Situation hineinkommt und nachher sich verwandelt, einen Boden muss arbeiten, in der Küche und plötzlich wieder der Gang nachher raus, wieder in die Schönheit auch findet und sicher auch in der Küche, wie man hier auch sieht, hat gute Lebzeiten gehabt. Das ist sehr wichtig, dass wir mit grossem Respekt daran herkommen. Dass wir nicht sagen, es geht von verarmt zu reich, sondern das, was vorher war, das junge, schöne Mädchen der Müllihof, dem möchten wir Respekt zollen. Ein Kunst- und Bauprojekt ist ja normalerweise so, dass man einfach eine Kommission noch irgendeine Kunstschaffende oder eine Kunstschaffende auswählt, die nachher noch ein bisschen darf, um einen gewissen Prozentsatz von der Bausumme Kunst machen. Hier haben wir viel stärkere Verbindung gesucht mit Künstlern, die diesen Prozess begleiten, in mehreren Mal, obwohl sie jetzt dazwischen diesen zwei Anlässen können selber herauslesen, ob sie wieder möchten daher kommen und den laufenden Umbau auch aufnehmen. Also Brotwürst gibt es nur dann, wenn ihr den Nachweis erbringt, dass ihr auch drinnen gewesen seid. Ja. Und alles geschaut habt.
Telefonat. Ich bin parat. Nehme ich den Auftrag an, in die Todeszone zu reisen, um den Dingen auf den Grund zu gehen, Gedanken zu kreisen und zu verstehen und zu machen und zu überlegen, was dort im Zentrum der Todeszone geschehen, welche Kräfte dort wirken, welche Gestalt niedergehen. Aber wir kommen immer wieder. Bis am Ende sind wir dabei, bis zum Schluss. Wir passen auf, was ihr tut. Wir passen auf, dass ihr das tut, was ihr könnt. Und lässt, was ihr nicht lassen könnt. Das ist auch richtig. Du schiebst den Ich mache hier die Aktion zu Abend. Und zwar in diesen drei Räumen in der Stadt, dass ich eigentlich die Möglichkeit gebe, dass ihr einen Gegenstand, der euch gefällt oder wo ihr irgendeinen Bezug dazu habt, aus persönlichen Gründen,
mitzunehmen. Ja. Von hier. Die, werden, die ganzen Sachen hier werden nachher entsorgt, vor der, also ja, weil sie auch renoviert ja, wird. Ja, okay. Meine Bedingung wäre, dass ich euch gerne damit fotografieren würde. Mit dem Gegenstand. Und das Foto kommt dann ins Internet, auf den Blog von Roger Levy. Ja. Das ist der Herr hier. Gut. Genau. Also, okay, schauen wir. Schauen wir auch um. Ja. Oh. Ob ihr irgendein Schätzchen findet. Wohl. In was ist das Aktion? In Aktion. Ah, oh, Action. Das ist wichtig. Halleluja. Gestorben. Ja, sind Cinderella. Ist auch Action.